Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben Maulwurfsratten, Bürgerbrater. Ich bin euer Affenkönig Dämlich, das ist Fallout 4 auf der PS5 mit dem Next-Gen-Update. Wir sind hier wieder angekommen in der alten Heimat Sanctuary, weil ich heute mit euch was vorhabe, was ich schon ewig machen wollte. Ich will nach Far Harbor und will mir das jetzt mal in Next-Gen-Grafik mit Mods, mit allem drum und dran angucken. Der Nick kommt mit, das ist klar. Der beste Gefährte immer an meiner Seite, zumindest für mich. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Oh. Valentine mit einer Nachricht. Geil, ein neuer Fall. Also. Oh nein, jetzt habe ich gleich wieder Mist mitgenommen. Gut, dann reisen wir jetzt in die Detektei. Das ist schon mal klar. Ich habe jetzt hier alles mal ausgerumpelt, was ich nicht brauche. Und das ist. Nee, die Waffen leider nicht. Mist, die wollte ich doch noch alle verwerten. Na gut, aber ein paar habe ich rausgeschmissen. So, das Unterhebelgewehr, das konnte man nämlich immer noch nicht nutzen, weil uns ja diese Munition fehlt. Ach, alles geile Waffen hier. Na gut, dann kann man das später nochmal machen in eurer Abwesenheit. Rüstung habe ich auch alles rausgeschmissen, was ich nicht brauche, außer die Power-Rüstungsteile. Das ist Part 185. Schön, dass ihr dabei seid, meine lieben Freunde und Freundinnen. Es geht heute hier endlich los. Ich freue mich so. Natürlich schauen wir uns das jetzt gleich mal an. Weit weg von zu Hause. Ja, dann erstmal. Ab nach Diamond City. Und Dankeschön für euer Feedback, für eure geilen Sachen, die ihr mir schreibt. Ihr habt geschrieben, die letzte Mission, Mensch, die hätte ich doch zu Halloween machen sollen. Ja, das stimmt, das war schon mehr oder weniger eine Halloween-Mission, aber ich fand die so geil. Also, losgelöst von dem Ganzen ist das einer meiner Lieblingsmissionen sogar gewesen. Zeitungen verkaufen, Mister. Ja, alles gut. Ich wollte mir eine kaufen, aber jetzt nö. Jetzt nicht mehr. Ach, schön. Diamond City in Next-Gen. Grafik auch wunderschön, muss man sagen. Aber nicht lange schnacken. Kopf in Nacken, sage ich. Ich möchte mich jetzt erstmal schön einmachen mit Nick. Hören wir uns mal an, was die Ellie uns zu Gut, dass sagen du hat. da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu Entschuldigung. spielen? Na, aber gerne. Wer ist der Kunde? Wer ist unser Kunde? Ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Nakano. Ich kenne den Namen. Ich kann mich aber nicht an Details erinnern. Du solltest mal anfangen, die Dinge aufzuschreiben, Nick. Geht nicht. Dann hättest du ja keinen Job mehr. Das merke ich mir für das nächste Mal, wenn ich einen hysterischen Kunden beruhigen muss. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll? Vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Kenji Nakano hört sich auf jeden Fall japanisch an. Und nickt gleich zu ihr. Er kann sich nichts aufschreiben, sonst hat sie keinen Job mehr. Okay, da wird sie ihn wohl mal. Paar Spitzen geben das nächste Mal, wenn so ein wütender Kunde dasteht. Ich kümmere mich drum, denke ich, aber ich frage mal nach Kenji. Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Na, was war's? Sag's uns, Ellie. Komm schon, Ellie. Raus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Nein, ich Ah, erinnere mich nicht mehr Mist! genau. Und ich will die Untersuchung nicht von Anfang an in eine falsche Richtung lenken. Okay, dann kümmere ich mich Ich kümmere persönlich mich. drum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste. In einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Ist ein langer Fußmarsch. So fangen die schweren Fälle immer an.
Da hast du recht, Nick. Aber das Geile ist, wir haben schon alles erkundet. Wir müssen uns gar nicht mehr zu Fuß da durchschlagen. Ich rede nochmal mit Ellie. Ellie? Sei vorsichtig, wenn du zum Nakano-Haus gehst. Die Gegend da ist ziemlich abgeschieden. Oh, geil, Leute. Ich freue mich. Neue Waffen, neue Gegend, neue Rüstung, neue Geschichten. Nick, bist du bereit? Hey. Ich bin ganz Ohr. Hey, Valentine. Du musst nur fragen. Was meinst du? Wir sollten möglichst schnell zu den Nakanos gehen und herausfinden, worum es in ihrem Fall geht. Ist zwischen dir und mir alles in Ordnung? Dank dir sieht Eddie Winter die Radieschen von unten. Und yes. Das Commonwealth ist ein Stückchen sicherer. Ich werde dir nie genug für das danken können, was du getan hast. Bingo. Yes, hier liegt noch eine Robco Fun rum, Leute. Und ich habe die ganze Zeit nicht gesehen. Du hast deine Ausgabe von Robco Fun gefunden. Enthält das Holoband-Spiel Sita Invasoren. Ja, das war ja das geile Spiel. Das, was am meisten Spaß gemacht hat. Können wir auch noch ein bisschen Muni mitnehmen. Eine Kochplatte. Eilig. So, hier oben noch was versteckelt. Wir haben eine lange Reise vor uns. Da sollten wir hier ruhig nochmal nachgucken. Danke, danke, danke. Ja. So, dann raus, Leute. Und wir sollten jetzt bei der Soundmod, mit der ich euch die ganze Zeit schon so ein bisschen nerve, die diesen Widerhall hat, den ich ganz runtergenommen habe, das wisst ihr. Aber die hatte noch eine andere Sache, und da streicht ihr immer noch, wie lange willst du noch streichen? Noch eine andere Sache drinne, dass es neue Geräusche gibt. Das habe ich jetzt mal ganz nach oben gestellt. Oder zumindest, dass Geräusche, die sonst viel zu leise waren, jetzt entweder etwas lauter sind, wie zum Beispiel zirpende Grillen und so weiter und so fort. Hey, Abbott. Ich weiß nicht, ob ich dir danken oder dir eine reinhauen soll. Okay, er ist immer noch sauer. So, jetzt aber ab. Ab dafür im Nordosten, haben sie gesagt. Landhaus. Ah, Reise zum Haus der Nakanos. Dann gehen wir Landhaus an der Küste. Waren wir da überhaupt schon drinne? Können wir gleich nochmal untersuchen, wenn wir einmal dort vorne sind. Ja, geil, Leute. Geil, geil, geil. Da hinten habe ich schon Leuchtturm gesehen. Das wird mega. So, ich will nochmal schnell gucken. Gibt es hier noch irgendetwas? Maulwurfsrattenhöhle? Okay, da ist nichts mehr drin. Alle Dude. Irgendwelche Kakerlaken in der Garage? Nein. Die ist auch sauber. Löcher nehmen wir mit. So, perfekt. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wenn jetzt hier irgendwelche Viecher kommen, dann will ich nicht gerne nackt dastehen. Die werden ja alle gegrillt und geröstet und dann auf den Rost geschmissen. Oder wie man im Westen sagt, Grill. Aber nein, es heißt Rost. So wie bei uns hier im Osten. Dort hinten sehe ich was leuchten. Können wir mal schön einen Strandspaziergang machen. Hier kommen wir rüber. Boah. Das schlägt ja ein wie eine Granate. Oh, was ist das? Okay, das war ein Baumstumpf. Hier kommen wir nirgendwo rein. Totes Gelände sozusagen. Hat es mir nicht eben das Haus schon angezeigt? Oder bin ich ein bisschen blöde? Nee, das ist wirklich außerhalb. Ich hoffe, wir kommen da jetzt raus. Nicht, dass ich da wieder einen Trick suchen muss, wie wir irgendwie da rauskommen. Oh, da ist ein Leuchtender und hier ist ein Bötchen. Mit der ekligen Fisch, der infiziert ist. Nuka Girl T-Shirt. Na, nehmen wir mit. Allein auf seiner Insel.
Geil, die Waffe bringt richtig viel. Komm schon! Nicht getroffen, die kleine Insel. Ich schwimme rüber. Oh ne, da möchte ich gar nicht drauf. Deswegen haben wir den nicht getroffen. Es ist dann einfach ins Wasser übergegangen. Vielleicht davon hier nochmal. Zwei Schuss. Yes. Weg ist er. Komm, Nick, mein Freund. Wir haben neue Gefilde zu erreichen. Bitte lass hier keine imaginäre Mauer sein, die ja eigentlich da sein müsste. Aber ich hoffe, diesmal funktioniert das, dass ich mir nicht wieder irgendeinen Trick einfallen lassen muss. Weil ich kann ja jetzt keine Mod mehr runterladen, wie ihr wisst. Ich komme nicht mehr ins Menü rein. Das wäre ein ganz herber Rückschlag. Es würde viele, viele Stunden Arbeit bedeuten. Alles löschen, alles neu runterladen. Wieder alle 3000 Mods installieren, aber nein, es sieht gut aus. Die Musik hört sich auch schon mal gut an. Was haben wir denn hier? Ah, eine Falle. Eine Fischfalle. Wer nimmt eine Karotte mit zum Angeln, mein Freund? Da gehört ein Bier rein. Mensch. Achim, das müsstest du bei deiner Anglerkarriere von 45 Jahren doch eigentlich wissen. Okay, Leute, es scheint zu klappen. Oh, geil, ein richtiges Boot. Verdammt, melde dich. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Ach, die haben die Tochter entführt von ihm. Hat der ein geiles Haus hier. Der ist total verlassen. Und das ist ja... Also das ist ein geiles Haus. Oh, ein Kätzchen. Hallo, meine kleine Freundin. Na? Heute schon gekackt? Oh, noch eine. Grüßt euch, ihr alten Schnurrtiger. So, hier hinten hat er noch eine Werkstatt. Da will ich natürlich schnell noch mal reingehen. Vielleicht finden wir da noch was Geiles. Patrone und Klebeband. Wir müssen uns nämlich gut vorbereiten auf diesen Trip. Der wird lange gehen. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob Nuka World oder Far Harbor was größer ist. Ich dachte immer, die sind so ungefähr gleich groß, aber das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Schaufel, falls mir jemand richtig schön auf den Wanz bochen müssen damit. Ich hoffe wirklich, dass da auch so Hillibillis leben im Far Harbor. So richtig kranke Leute möchte ich gerne sehen. So, klopfen wir mal an. Ach, wir gehen einfach rein, wie immer. Hoffe, das ist okay. Wir haben uns selbst eingelassen. Nick, dem Himmel sei Dank. Du musst dich direkt an die Arbeit machen. Sie könnte verletzt sein. Sie könnte... Oh, oh, ganz ruhig. Kenji, oder? Wieso gehst du mit mir und meinem Partner hier nicht alles in Ruhe durch? Du hast deinen Partner mitgebracht? Gut, je mehr Augen, desto besser. Ja, ich bin sein Hilfs-Sheriff, ist doch klar. Du und Nick, wie sieht es aus zwischen euch beiden? Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Das spielt jetzt keine Rolle. Du musst mir helfen, meine Tochter zu... Ach Mist, Leute, ich bräuchte mehr Charisma. Ich habe die Brille ja schon auf, aber hätte ich mir mal noch ein Hütchen. Bringen wir es schnell hinter uns. Es fing alles mit diesem verdammten Funkgerät an. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich
glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Sie ist 19. Na gut, das ist schon ein Alter. Wenn sie nur dort in der Gegend gewesen ist und die Eltern sind dann natürlich auch übervorsichtig, dann kann es schon sein, dass sie einfach in neue Gefilde aufbrechen wollte. Aber wir werden es herausfinden. Habt ihr irgendeine Ahnung? Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Eins der Boote. Geld brauche ich nicht. Ich habe genug Kohle. Okay, wir finden sie, mein Freund Kenji. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Keine Sorge, Kenji. Wir klären das. Warte einfach hier. Okay, ich befrage die zweimal weiter. Ich guck mal schnell. Ich habe mir im Inventar bei meinen Sachen extra Zeug gelassen, was mir noch ein bisschen Charisma gibt. Cowboy-Hut, Laborkittel. So, Opa Salvoldis Hut. Das gibt mir plus 1. Schweizlockenperücke. Jetzt machst du mal den Hut auf. Sonnenbrille haben wir ja auf. Wahrheit oder Charisma? Nee, es war Charisma. Ich könnte mir natürlich auch noch Drogen reinpfeifen, aber das will ich nicht. Was haben wir noch für Hilfsmittel, die mir helfen könnten? Ein bisschen mehr Charisma. Bier. Einfach ein schönes Bierchen. Irgendwas, was noch mehr gibt, außer Drogen. Obwohl, Alkohol ist ja natürlich auch eine Droge. Intelligenz, Stärke, Bourbon, nein. Buffchat, Kram. Daddy-o. Ah, das ist doch auch eine Droge. Ein Charakter minus 2, aber Wahrheit plus 3. Wahrnehmung. Daytripper, Dandyboy Äpfel. Dreckiger Ödländer. Auch nochmal plus 1. Eingelegtes Fleisch. Ah, eiskaltes Gwinnett Pale. Frisch vom Fass abgefüllt. In wunderschöne braune Flaschen. Denn aus grünen Flaschen, meine Damen und Herren, trinkt man kein Bier. Sagt man bei uns hier dagegen so. An alle Becks-Trinker da draußen. TP. Ne, nichts so richtig Tolles. Na, passt auf, da pfeifen wir uns auf gut Glück jetzt einfach mal so ein Ale rein. Ich guck nur noch mal, ob es was mit plus 2 geben würde. Aber doch so ein Yuka, na klar. Da ist doch garantiert eine dabei. Cherry. Da gibt es 100 pro eine, da bin ich mir fast sicher. Strahlung widerstehen? Nee, doch nicht. Das ist schade. Hätte gedacht, dass da jetzt irgendeine ein Charakter, ein Charisma-Wert erhöht. Rum. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. So. Ja, jetzt suche ich hier ewig rum, gell? Na, Mentheads, das ist eigentlich das Beste. Ach komm. Warum packst du nur all diesen Müll ein? So. Mr. Nakano. Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Ja, hab ich. Die Gründe für das Verschwinden. Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kazumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen.
in jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Also ich glaube, ihr Leben könnte wirklich in Gefahr sein, aber ich glaube auch, dass sie schon von alleine hätte wegfahren können mit dem Boot aus freien Stücken, bloß vielleicht ist die Welt draußen doch ganz anders, als sie es gedacht hätte und ist jetzt sehr in Schwierigkeiten, aber schauen wir mal, Funkgerät, keine weiteren Fragen. Ja, Funkgerät. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen, aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Vielleicht hat sie sich aber auch, wie bei Walking Dead, Vorsicht, das ist ein Walking Dead Spoiler, Eugene hat ja auch das Funkgerät alles repariert, wo er bei Negan in der Basis war. Und ja, und dann hat er ja auch andere Leute damit erreicht, sich in jemanden verliebt. Tja, und vielleicht ist ihr das auch passiert. Und dass er dann gesagt hat, ich komme zu dir, ich besuche dich. Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ja, aber das ist eine saunützliche Fähigkeit hier in der Welt. Wer war ihr Großvater? Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Okay, alles klar. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Red mal nochmal mit der Ray. Das ist Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Ja, weil ihr seid alle beide unterschiedlicher Meinung. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Ach, wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Naja, vielleicht wollte sie einfach auf eigenen Beinen mal stehen und gucken, ob sie selber da draußen bestehen kann, ohne eine schützende Hand über sich zu haben. Sie ist ja nun alt genug. Oder vielleicht wie so eine Art, naja, im entferntesten Sinne Pilgerreise, dass sie einfach selber gucken wollte, wie weit sie kommt. Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kazumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Genau das habe ich gemeint. Das, wenn du nur hier in der Einöde bist, irgendwann ödet's dich an. mehr über Kazumi, bitte. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Nein, jedes Detail ist wichtig. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kazumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Vielleicht findet man im Bootshaus noch irgendwas. Das ist natürlich klar, wenn der Opa gestorben ist, das hat ja der Kenji uns schon gesagt, dann haben sie natürlich viel mehr gestritten untereinander, weil sie hatte keine Person, mit der sie so richtig connecten konnte. So, wir gucken aber auch nochmal hier oben in ihrem Zimmer nach. Oh, da ist... Kazumis Projekte, Lampe. Wiedergabe bitte.
Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Das kann schon sein. Ja, sie ist wirklich ein richtiger Bastelfreak gewesen. So, was haben wir hier? Projekt Funkgerät. Rein damit. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Ah, ja, ja. Sie hat halt Gleichgesinnte gesucht. Als Ersatz für ihren Opa. Und wenn sie dann schon so ein Codewort genommen hat und dann jemand darauf geantwortet hat, dann haben sich zwei, ich sage jetzt einfach mal, Mechaniker-Nerds gefunden. Ha, ja. Kasumis Projekte Träume, das könnte interessant sein. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Okay, hat sie auch bestimmte Träume gehabt? Das ja, könnte man eigentlich schon eher unter Albtraum verbuchen als unter normalen Traum. So. Gibt es hier noch was zu finden im Bootshaus? Das ist die Frage. Benzinkanister, Sicherung. Oh! Opas Notiz. Meine liebe Kasumi, solltest du den Safe nicht aufbekommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Überlege, wo der Schlüssel sein könnte. Alles Liebe, Großvater. Aber schreibt man da wirklich Großvater drunter? Und nicht Heinz Harald oder so? Oder Opi? Das wär's. So, Schlüssel braucht man nicht. Oh. Warum hat sie das da reingelegt, das letzte Holoband? Falls ihre Eltern es öffnen und sie es dann erst finden und dann ist sie aber schon weit genug weg. Mal gucken, was sie sagt. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synths sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesen Zyns treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Ach, sie denkt selber, dass sie ein Synth ist. Und will sich jetzt dort mit den Synths treffen? Ja gut, aber die Synths werden sie nicht töten. Die Frage ist, was dort noch für Menschen leben. Nick, das machen wir auf jeden Fall.
müssen wir erst noch mal abklären, so unter Detektiven. Aufgepasst. Hast du was für mich? Was meinst du? Besprechen wir die Sache mit Kenji. Okay, mach mal. Nichts. Verstehe. Bist du fertig mit deinen Nachforschungen? Hast du was herausgefunden? Okay, fallen wir gleich mit der Tür ins Haus und fragen, ob Kasumi menschlich ist. Wir fragen. Ich muss dir eine wichtige Frage stellen. Bist du sicher, dass deine Tochter ein Mensch ist? Was soll das denn für eine Frage sein? Warum fragst du? Ja. Deine Tochter hat eine Gruppe Synths kontaktiert. Sie glaubt, sie sei eine von ihnen. Was? Das ist doch Irrsinn. Sie ist kein Synth. Sie ist unsere Tochter. Wir haben sie großgezogen. Ich habe sie zur Welt gebracht. Sie ist Fleisch und Blut, keine Maschine. Haben die vielleicht, also das müsste ich ja eigentlich wissen, ich bin ja der Oberste vom Institut und ich weiß das nicht. Vielleicht wurde sie ja ersetzt, wie so viele andere. Wir können jetzt nochmal nachfragen, bist du sicher? Synths gehören Institut. Sie wurde ersetzt. Das werde ich jetzt erstmal nicht sagen. Vielleicht ist sie verwirrt. Ich frage nochmal nach. Bist du sicher, dass sie ein Mensch ist? Ja, ich kenne meine Tochter und sie hat sich nicht verändert. Sie wurde nicht ausgetauscht. Das hatte ich befürchtet. Jemand vergiftet die Gedanken meiner Tochter. Hast du herausgefunden, wohin Kasumi gegangen ist? Ja, Frau Haber, haben sie gesagt. Schon mal nach Norden gereist. Das fragt man jetzt erstmal. Ich glaube, Kasumi ist nach Norden gegangen. Weißt du, was da oben ist? Wo genau? Ich bin die Küste hochgefahren, fast bis dort, wo das Wasser gefriert. Aber das ist eine weite Strecke. Far Harbor, mein Freund, Far Harbor. Ich glaube, ich weiß, wohin Kasumi ist. An einen Ort namens Far Harbor. Sie ist so weit nach Norden? Meine Güte, das erklärt, wieso sie das Boot genommen hat. Du musst sie finden, bitte. Nimm mein anderes Schiff da draußen. Hat mein Vater gebaut. Es hat ein Lenksystem und ist auf lange Strecken ausgelegt. Puh, okay, was ist da draußen? Was erwartet mich da draußen, Kenji? Ich war bisher nur einmal in Far Harbor, als ich noch ein Kind war. Ich weiß nur noch, dass Vater nicht lange bleiben wollte. Die Luft war wohl schlecht oder so. Okay, Leute, ich nehme den seinen Kahn. Ich gehe der Sache auf den Grund, Kenji. Danke. Ich weiß, du hast keine Belohnung verlangt. Und wir haben auch nicht viel, aber nimm das. Bitte, ich bestehe darauf. Wenigstens für die Spesen. Ich weiß, es ist schwer zu warten. 300 Kronkorken. Aber mach einfach weiter wie bisher. Wir kommen so bald wie möglich zurück. Finde Kasumi. Bitte. Ich versuch's wirklich, sie zu finden. Entschuldigung. Aber ich kann nichts versprechen. Das Boot meines Vaters lenkt sich selbst. Und es ist robust genug für die Fahrt. Vor allem, es lenkt sich selbst. Was ist das denn für ein geiles Boot, bitteschön. So, aber Kaffee muss ich mitnehmen. Kaffeekanne und Kochtöpfe. Das brauche ich für meinen täglichen Kaffeebedarf. Und das ist nicht wenig, das kann ich euch sagen. Kuriositäten, eine Soßenpfanne mit Deckel. Das Drama verdichtet sich wie meine Soße. Fleisch und Bohnen, Steak. Ich muss mich hier eindecken, Leute. Oh, da ist sogar fließend Wasser drin hier. Bewegt sich zwar nicht, ist gefroren, aber immerhin. Kasumis Projekt Küche. Projektprotokoll. Küchenmixer. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Vielleicht kann ich... Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Brauchen wir sonst noch was aus der Stadt? Was? Du gehst jetzt? Ah! Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Es wäre besser, wenn ich allein gehe, Kasumi. Keine Angst, ich habe deine Liste. Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich habe Nein gesagt. Tut mir leid. Du bist hier sicher, okay? Bleib mir zuliebe hier. Oh, okay. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber ich bleibe nicht lange weg. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Papa.
Oh Mann, das ist ganz schön heftig. Aber er hat sie schon ganz schön eingeschränkt. Ich meine, sie ist alt genug gewesen. Wenn wir jetzt mal überlegen, was Ellie mit Joel durchgemacht hat bei The Last of Us, in dem Alter, dann hat Kasumi doch verdient, wenigstens mal auf so eine Reise zu gehen. Nick, willst du mit? Oh, guckt euch mal diese Auflösung an. Geil, einfach nur geil. Okay, auf zu fernen Ufern. Fahrt die langen Riemen aus. Hiss die Segel. Die See ist rau und kalt. Passt auf, dass er nicht hineinfällt. Ah, wieder 2 Wochen lang nur das Deck schrubben. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Welcome to Far Harbor. Okay, die haben ein kleines Maskottchen. Ein Krebsmaskottchen. So, ich hatte zumindest eine Mod runtergeladen. Also schon lange her. Dass im Far Harbor etwas weniger Nebel ist. Ich hoffe, dass die letztendlich funktioniert. Wirklich, die ganzen Maschinen machen die Arbeit hier. Mega. Oh, das sieht ja geil aus hier. Oh, diese dichten Wälder. Das sind Pinienwälder. Weit weg von zu Hause. Nick, wo bist du? Da ist unser Freund Nick. Aufgepasst. Rede weiter. Hey, Valentine. Lass mich doch nicht so zappeln. Was meinst du? Wenn das so weitergeht, muss ich deinen Namen auf die Schilder der Agentur schreiben. Na, das möchte ich doch mal hoffen, mein Freund. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Ich möchte ja nicht zu sehr darauf herumreiten, aber du bist der beste Partner, den ich je hatte. Ich bin echt glücklich. Ich auch, mein Freund. Ich auch. So, red mal mit den Halunken hier vorne. Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Bring wir es hinter uns und dann verschwinde. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, damit du wieder auf dein Boot steigen und... Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid, für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Alan hat recht, nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Ich suche nur jemanden. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kasumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Zumindest wissen wir, dass sie es bis hier geschafft hat. Geil, Leute. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel. Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Was? Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm meine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir. Okay, alles klar, ich helfe euch. Los nicht runter. Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Ich mach alles platt. Auf den Rumpf. Was sind das für komische Lampen hier? Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Keine Übung. Was ist das, Leute? Was zum Teufel? Augen auf, Leute! Schlinger! Schlinger? Feuer! Junger Schlinger! Was ist das denn? Ja, komm her! Du Ekelvieh! Was ist das denn? Das sind ja wie irgendwelche Molche. Die sehen wirklich so salamandermäßig aus. Geil. Stirb. Elende Bestie. Oh, das ist ja wirklich geil. Wirklich wie so ein Axolotl oder sowas.
Oh mein Gott! Legendärer Mirror-Jäger. Ja! Ja! Vor allem macht das ja gar nichts. Boah, wie viele gleich. Okay, da müssen wir die schweren Geschütze rausfahren. Nieder mit euch. So, noch ein Gegner da? Sehe ich nicht. Die Seefahrerin, die sieht ja geil aus. Cooles Outfit. Seefahrerin, halt die Augen offen. Sind noch welche da? Schlingerinnereien. Irgendwas Nützliches? Ekelhaft. Nein, nicht wirklich nützlich, aber besser als nichts. Hi. Dafür ist keine Zeit. Captain? Wir werden deine Hilfe nicht vergessen. Also war's das. Okay, verstrahlt. Lever Action Rifle. Ja, geil. Verursacht 50 Punkte zusätzlichen Strahlungsschaden. Das ist ja geil. Nehme ich dankend an. So, loot mal erstmal diese ganzen ekligen Lorche hier. Ein Telefon? Ein Telefon dabei. Und ein Cafeteria-Tablett. Eine Angel. Ja, die könnte ich hier gebrauchen. Frau Haber, gibt es bestimmt geile. Kondensierter Nebel. Ach, die produzieren selber hier den Nebel. Um die fernzuhalten, dass sie die... Ich nehme jetzt zumindest mal an, dass sie die Siedlung hier nicht finden, oder? Oh nein. Jared Gresham, gestorben beim Angriff. Fleischerhaken. Woll Fischermütze. Fischer Overall. Macht man gleich mal nackig. So. Bevor hier noch irgendwelche Gerüchte aufkommen, ich hätte den getötet. Tun wir gleich beseitigen. Ab in die Brandung zur Seebestattung. Oh. Okay. Zur Uferbestattung. Den hat's angespült hier. Oh, ich lieb's jetzt schon. Ich lieb es jetzt schon. Was ist das hier? Don't feed the whale. Gibt's hier etwa einen Wal? Das wäre ja geil. So, hier waren doch noch ein paar Gegner hier hinten. Ja, die Innereien. Vielleicht können wir die ja irgendwie hier gut verkaufen. So, aber jetzt wieder hoch. Ist das auch noch ein Überlebender? Jetzt nicht. Der hat seinen Arm verloren. Harter Tobak. So, wie komme ich denn hier wieder hoch? Wie habt ihr das hier zusammengerödelt? So, na gut. Wenn ich so hochkommen würde, wäre das eigentlich ziemlich schlecht. Oh, auch einen Arm verloren. Was für ein Tag für einen Besuch. Ja, sorry. Den kann ich hier überall mitnehmen, den kondensierten Nebel. Ah, hier kommen wir wieder dahin, wo wir hinwollen, glaube ich. So, nochmal aufs Boot, nee. Wieder zurückfahren? Nee, ist ja Quatsch, oder? Oh, ist das cool. Ich bin gespannt. Hallo. Was spuckt der Nebel jetzt wieder aus? Tja, mich hat er ausgespuckt. Die sind ja alle ziemlich verhalten, als wären hier noch irgendwo Gegner, aber ich sehe gar nichts.
Was steht denn in unserem da? Verteidige den Rumpf. Ja. Müsste doch jetzt mal erledigt sein. Ich kann ja einfach mal versuchen zu warten. Ist es hier immer dunkel in Verhaber? Nee, es wird auch hell. Aber es ist trotzdem sehr neblig. Aber die sind immer noch in Gefechtslaune. Aber Monster sehe ich hier gar nicht mehr. Naja, meine Freunde, ich finde das noch raus, was jetzt hier im Far Harbor noch los ist, damit wir endlich mal geile Missionen hier machen können. Das war's erstmal mit dem Part 185. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mich hat's gehuckt. Ich bin angefixt. Ich will weitermachen. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald dann, meine Fallout-Freunde in Far Harbor in Fallout 4. Ciao.